Moin Moin, willkommen zurück zur Weiterroute von Legion. Wir machen weiter mit dem Live-Coaching vom Armo und Lukas. Das heißt, wir spielen zusammen Ranked 2 gegen 2. Und er zeigt mir so ein bisschen, ja, Willkommen so die zu kleinen Nova. Highlights, was man noch so verbessern könnte. Und letzte Runde lief ja schon super. Deswegen machen wir hier gleich weiter. Sieht gut aus, nehme ich. Sakura Blume rein. Fertsch. Hier drüben auch. Schon wieder. Da auch ein Bananenbaum. Das ist nicht abgesprochen, na? Nichts davon. Es war jetzt zufällig, dass wir zusammen mit die Sakura-Blume haben oder letzte Runde die Yozora. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich will mich auch mal mehr verbessern. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mit mir zu zocken, schickt mir eine Einladung bei Steam. Schreibt eine Nachricht. Dann machen wir mal ein, zwei Runden, kein Problem. Bin ich gern dafür offen. Büro. Okay, dann mach ich mir keine Gedanken. Muss nur überlegen, weil ich muss auf der 3 was hinstellen, damit die Blume nicht abkackt. Wahrscheinlich eine Wurzelqualle. Ich baue mir noch keinen Worker, weil ich die Kohle brauche. Die haben gute Reichweite, ich könnte einen dazwischen freilassen. Und damit kann ich auf jeden Fall abwehren. Ja, er baut auch auf jeden Fall was hin. Hier drüben. So weit hinten. Oh, aufwerten. Okay, schauen wir mal. Ja, die Blume tankt so ein bisschen. Aber die Wurzelqualle auch. Die haben sich das reingeteilt. Ach so, Worker holen. Kann ich eigentlich noch einen holen? Sollte auch reichen für die nächste Welle. Ach, schon interessant. Das sind so andere, ja, Einheitenplatzierungen. Das würde ich ja zum Beispiel von mir aus jetzt nicht machen. Den hier rüberstellen. Hat man ja gesehen, ich habe den eins dahinter Platz gelassen, habe ihn dahin gestellt. Aber ich glaube, das ist so die Spielerfahrung. Wenn man ordentlich viel zockt, dann kommt man da auch gut voran und kriegt solche Sachen raus. Aber wirklich gut aufgeteilt. Muss nur gucken, dass meine Blume nicht abkackt. Nein, überlebe. Mach ihn weg. Ach, aber gerade so. Aber gerade so. Ja, kann ich eigentlich 3 Blocker bauen. War zwar knapp mit dem Robo. Aber hier ist ganz gut so, wenn der große Skorpion weg ist, die kleinen können dann nicht mehr so viel. Und er geht schnell down. Das heißt, nächste Runde stelle ich so einen Baum hin. Ja, das funktioniert wirklich unheimlich gut.
Das freut mich. Die hat auch so verkackt. Okay, hat Harpien mit dazugestellt. Muss man sich für später merken. Könnt ihr hier den Baum davor stellen? Kann man ja später noch aufwerten. Da muss ich einen Worker holen. Habe jetzt nichts, was ich bauen kann für das Geld. Dann wird es ein Worker sein. Gut, er hat nichts geschickt. Sehr gut. Das war jetzt aber hohes Risiko. Ja, ich glaube auch. Ich kann nur Blut schicken, ne? Blut macht Sinn. Das war zu langsam. Das werde ich nicht schaffen. Ja, er auch nicht. Magic Graves halt, ne? Okay, er hat abgewehrt. Ich könnte auf 9 schicken. Oder auf 10. 10 macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Keine Knede. Ich habe immer keine Knete, um andere Einheiten zu bauen, aber er sollte schon halten. Ich glaube, 10 ist gar nicht schlecht. Da muss ich einen Drachen oder sowas mit hinschicken, ne? Ja, kackt trotzdem ab. Aber es ist nicht viel. Drache würde schon Sinn machen. Okay, dann sammeln wir jetzt so ein kleines bisschen. Okay, der Healing Baum sollte meine Wurzelqualle gut hochheilen. Dadurch sollten wir das ja eigentlich halten. Ja, auf 10. Pack Leader ist natürlich übel. Es wird nix. Aber halb so schlimm. Wir haben Burg ausgewählt, das heißt, wir sind erst nach der 10 richtig stark.
Early Games Wurst. Ich hau einen Drachen rein. Mit dem Nimbus bin ich auch gut gewappnet. Gegen den Großvater auf jeden Fall. 60, das heißt, ich kann noch eine Brut reinhauen. Der Nimbus sollte 4 ausmachen. Ach, schicken eh nichts. Dann ist sowieso egal. Ah, die Wurzelqualle hält sich wirklich gut hoch. Die sind noch ein bisschen zu stark. Das wird sich gleich ändern, wenn wir jetzt unser Comeback haben bei Welle 10. Sie haben auch ganz schön auf die Fresse gekriegt und ihr König ist nur nicht aufgewertet. Wir nehmen den raus, die rein. Baum raus. Und sie mit rein. Mana Ross. Wir haben auch Recover ausgewählt, der König ist ganz schön hochgeheilt. Gerade für den Nimbus ist natürlich das Mana Ross super. Ne, ich werte den auf. Das ist sehr gut, um alles hier so ein bisschen abzuhalten. Die sollte noch Rocker holen. Wir so ein bisschen vorankommen. Okay, hier sind viele Gargoyles. Eine zweite Sakura-Blume ist schon da. Und zwei Bananenbaums. Okay, die sammeln immer noch. Okay, was muss ich schicken? Wanderer, Schleime. Bisschen Magie. Aufprall. Ja, Magie auf jeden Fall. Aufprall haben die Golems sowieso schon. Mal sehen. Ich fahre den Baum lieber auf. Dann regenerieren die Einheiten dahinter noch gut. Schick noch einen Maul mit. Ist gut für die Harpien. Okay, schauen wir mal, wie das hier wird. Sieht ja schon wieder sehr eindeutig aus. Ah, die haben auch schon wieder mega gesammelt. 560. Das ist brutal. Okay, die haben auch schon verkackt. Hier wird aber noch gut gehalten.
Das ist es auf jeden Fall gewesen. Wir haben den König nicht verbessert, das war's. Sehr schön. Eine weitere Runde gewonnen. Victory. Sehr gut. Ja, ich habe sogar was dazugelernt. Ja. Das war das mal heute mit Legion. Schaut euch gerne auch die anderen Videos an. Bis dahin wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.